Hallo ihr Lieben. Ja, ich weiß, es gab sehr, sehr lange kein Video von mir, aber das hat auch einen bestimmten Grund. Erstens bin ich einfach sehr eingespannt mit den Dingen, die gerade in meinem Leben passieren. Und natürlich mit meiner Arbeit und mit meinem Studium und derweil. Und es gab auf diesem Kanal einfach nicht wirklich viel zu berichten, wenn ich ehrlich bin. Denn ich hatte ja angekündigt, dass wir eine Pause machen und die haben wir jetzt auch gemacht. Schon mehr als 2 Monate. Und das ist auch gut so, denn mein Mann war erst 4 Wochen in Reha. Und dann konnten wir ja gar nicht am Kinderwunsch basteln, denn er war ja nicht hier. Wie soll das dann auch gehen? Und ja, dann brauchte ich einfach eine Auszeit, weil ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt war und vor allem mit einem Thema, was mir sehr am Herzen lag, dass ich das jetzt irgendwie abschließe, auch für mich abschließe und dann das nicht mehr so sehr Teil meines Lebens ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie lange eine Pause noch gehen wird, weil ich es, glaube ich, auch gerade echt genieße, eine Pause von dem Ganzen zu nehmen. Wir haben zwar beschlossen, bald wieder anzufangen mit der Hormontherapie, aber ich lege mich jetzt nicht genau fest, ob das jetzt schon wieder im nächsten Zyklus sein wird oder ob wir dann wieder einen Monat warten. Ich habe Pausen halt früher immer als schlimm empfunden und ich konnte gar nicht davon loslassen. Aber in den letzten Monaten konnte ich wirklich loslassen und ein bisschen auch an andere Sachen im Leben denken. Und es ist, glaube ich, wichtig, weil wenn man schon so lange in dem Kinderwunsch steckt und der einfach nicht erfüllt wird, dann ist es echt grausam. Es ist wirklich grausam, ich habe kein anderes Wort dafür. Und man muss bedenken, ich sitze hier und rede mit einer Kamera, was ja schon ziemlich komisch ist, sage ich jetzt mal. Und ich wollte einfach auch Abstand nehmen von dem Ganzen. Ich habe einfach auch alle Facebook-Gruppen ignoriert, die was mit Kinderwunsch zu tun haben, weil ich einfach auch nicht von anderen Leuten irgendwie was hören wollte. Ich habe natürlich hier auf die Kommentare geantwortet, auf alle Nachrichten, die mir geschickt worden sind und so. Das mache ich ja auch gerne, aber ich wollte jetzt nicht extra irgendwelche Kommentare lesen, wenn Leute schwanger werden, wenn Leute nicht schwanger werden, was auch immer. Ich wollte einfach es für mich gut sein lassen. Einfach für mich eine Auszeit haben und Pause haben und das war auch gut so. Ich hatte eine Woche lang meine Nichte hier. Ich hatte ja Urlaub auch ein bisschen und den Urlaub wollte ich auch ohne YouTube einfach mal auch genießen. Und da hatte ich sowieso dann eine Woche lang auch komplett gut mit zu tun. Davor hatten wir noch Freunde zu Besuch, ein paar Tage, also ich hatte so 2 Wochen circa nur Besuch. Und meine kleine Nichte war halt hier, die ist 8 und mit der haben wir halt viel unternommen und so. Und ich habe es auch ein bisschen genossen, für die eine Woche, sage ich mal, Ersatzmama zu sein. Tante zu sein sozusagen, was ich ja auch immer noch bin. Ich habe ja viele Neffen und Nichten und so und ja, ich habe es einfach genossen, mit ihr auf den Spielplatz zu gehen, mit ihr was zu unternehmen und ihre Haare zu kämmen und ihr Zöpfe zu flechten und bunte Spangen reinzumachen. Ach, Schnucki. Und ja, ich habe das auch ein bisschen genossen und ich wollte nicht unbedingt immer dann Videos drehen. Auch diese Pause tut einfach gut. Es tut einfach gut und man muss sich auch die Zeit nehmen für eine Pause, finde ich. Das war da einfach der Grund, warum einfach keine Videos kamen. Und der zweite Grund ist einfach, dass ich sowieso wenig Zeit habe und beschäftigt bin mit anderen Dingen und ja, und einfach auch nicht so die Zeit dazu habe, weil ich will mich auch nicht zwingen, hier ein Video zu drehen und dann bin ich hier lustlos und drehe ein Video. Das ist einfach ja, nicht produktiv und auch nicht schön für euch, wenn ich mich hier zwingen muss. Ich meine, es ist jetzt irgendwie 11:30 oder so. Ich habe Augenringe, falls man das sieht. Oder vielleicht habe ich es gut überschminkt.
Ich habe zwar jetzt nicht so viel Schminke drauf und ich bin eigentlich müde und möchte ins Bett und drehe trotzdem jetzt das Video, was ich ja auch gerne mache. Aber das kann ich halt nicht irgendwie jeden Tag leisten, dann noch die Videos zu bearbeiten und so weiter und so fort. Und ich denke einfach, das kann ja jeder verstehen, dass man einfach noch außerhalb von YouTube ein Leben hat. Zumal es ja auch gar nicht so viel zu erzählen gab. Also ich habe in der Pause auch keine Ovos gemacht. Ich lasse das auch, da wir sowieso jetzt eine Hormontherapie nur noch machen und es nicht mehr auf dem natürlichen Weg versuchen. Ich lasse das jetzt auch großartig. Auch in Pausen mache ich keine Ovos. Ich schaue, also ich mache überhaupt keine Ovos mehr, gar nicht mehr. Jetzt in der Pause habe ich auch überhaupt nicht auf meinen Menstruationskalender geguckt. Also das ist ja auch mit einem Eisprungkalender auf meinem Handy, das ist eine App. Und ja, ich habe halt nicht nachgeguckt, wann ungefähr Eisprung sein könnte. Obwohl ich glaube, dass ich noch nicht mehr Eisprünge kriege oder so. Und ich habe das dann einfach nur genossen, einfach mal die Periode zu kriegen und nicht an Kinderwunsch zu denken und zu denken, könnte ich jetzt schwanger sein, einfach nichts zu tun. Es war gut, weil man ist ja nicht nur Frau im Kinderwunsch, man ist ja auch noch, ich bin noch Studentin, ich bin noch Lehrerin, ich bin noch Frau, ich bin noch Freundin, ich bin noch Kommilitonin und derweil. Und ich habe auch noch andere Rollen in meinem Leben, die genauso einen großen Stellenwert haben. Und für mich war es jetzt einfach zu wichtig, das zu erkennen, dass es noch ein Leben außerhalb dieses Themas gibt. Und damit man einfach entspannt. Einfach von diesem Ganzen entspannt, weil das ist einfach auch stressig. Es ist einfach stressig und es kann mir keiner sagen, dass es nicht stressig ist. Es ist einfach stressig auf die Zeit gesehen. Ja, und deswegen hoffe ich, dass ihr Verständnis habt, dass hier einfach momentan nicht viele Videos kommen. Ihr könnt natürlich immer gerne auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Ich meine, diesen Kanal preise ich auf dem anderen Kanal nicht an, denn ich will nicht, dass irgendwelche Bekannten oder so das hier sehen, weil das ist ein sehr sensibles Thema für mich. Und das sollen dann wirklich nur Leute finden, die irgendwie in diesem Thema stecken. Und ja, deswegen, also ihr könnt auf dem anderen Kanal vorbeischauen, da kommen zwar jetzt auch nicht regelmäßig Videos, aber ein paar Videos, wenn ihr irgendwie mich sehen wollt oder so. Aber ich glaube kaum, dass euch das vielleicht interessiert, was da auf dem anderen Kanal los ist. Also ich verlinke euch den trotzdem hier einmal. Vielleicht mögt ihr mal einmal in die Back- und Kochvideos gucken oder irgendwas anderes. Also ich melde mich, wenn ich irgendwie was Neues weiß und würde sagen, bis dann. Tschüss.